Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ist ein neues Spiel. Ich spiele dieses Spiel blind und ein Safe Game wollen wir erstellen. Ja, man sieht es vielleicht schon, was es ist. An den Figuren unten kann man es vielleicht erkennen. Ja, da steht schnell einen Safe. Spiel. Los, Spiel. Du. Kirby's Epic Yarn. Die spielt eine natürlich. Und ich hab noch das erste Mal, dass ich das Spiel starte. Ich habe es noch nie ausprobiert. Und ja, fangen wir gleich an. Da. Wo sind wir? Der Baum. Welcome to Dreamland, a kingdom famous for peace and quiet. It's the perfect little land, if you like that sort of thing. Lately, there have been rumors of a caped sorcerer going around turning people into yarn. That's right, yarn. One day, Kirby saw his favorite food, a bright red tomato, on top of a bush. Down the hatch. But when Kirby tried to eat it, a caped sorcerer appeared. My name is... Hey, what are you doing? Stop that! No, that's my magic Metamato. Kirby gulped the Metamato right down. Just then, a white sock around the sorcerer's neck began to glow. Then it sucked Kirby up. Scheiße. This grass feels funny, Kirby thought. It feels like pants. And to Kirby's surprise, he saw that his entire body was made out of yarn. Then he saw a yarn monster chasing a blue yarn boy. Somebody help me! Kirby tried to swallow the monster up. But the air went right through his body. Kirby wondered what he should do. Suddenly, Kirby transformed into a car. He drove away with the boy and left the monster behind to eat his dust. Apparently, that strange Metamato gave Kirby the power to seamlessly transform into a car and who knows what else. Ja. Okay, Kirby kann sich in ein Auto wandeln. Ja. Okay, zu gut, warum spiele ich das? Ja, danke, dass du mich rettet. Was ist das? Du sagst, du bist schon in anderen Welt. Wow, willkommen im Patchland. Bleib einfach bei mir und ich werde dir zeigen, wo es lang geht. Boing, boing. Ja. Da müssen wir schon rein. Das ist mein Schloss. Schau dich ruhig so viel um, wie du willst. Und wir speichern schon wieder. Und ich gehe gleich mal rein. Ja, ja. Ich will allein spielen. Denn sonst ist niemand hier. Ja, und was können wir? Wir können uns in so einen komischen Fallschirm verwandeln. Was können wir noch? Ja, wir können seine Schnur schießen. Nach oben, nach vorne, nach hinten. Und wir können das machen, Bams. Aber wir können nicht fliegen. Verdammt. Können nur uns in den Fallschirm fahren. Okay, warum spiele ich dieses Spiel? Ja, ich spiele dieses Spiel. Da ich spiele das Spiel eigentlich für wegen meinem Freund Nagi. Ich spiele das Spiel mit meinem Freund Nagi, mit meinem Let's Player Kollegen. Ich habe gedacht, ich muss jetzt auch mal einen Kirby spielen. Und eigentlich bin ich durch Nagi drauf gekommen, ein Kirby-Spiel spielen zu wollen. Eins, woher soll ich den Stein nehmen? Ah, vielleicht dieses Ding. Und BAMS! Nicht gut. Okay, ja, und Nagi habe ich jetzt zu verdanken, dass ich Lust auf ein Kirby-Spiel bekomme. Und da das Spiel gerade so schön neu rausgekommen ist, habe ich mir gedacht, warum nicht gleich das?
Ja, ich habe einen Stern gefunden, bin ich Epi. Und mein Spiel laggt. Und ich verwandle mich in einen Fisch oder was, ich bin ein U-Boot oder wie. Ich bin auf jeden Fall Kirby und ich bin episch. Nichts kann mich aufhalten. Ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Spiel ist. Und ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich dieses Spiel komplett zocken. So viel. Ich werde jetzt einfach die normale Story komplett durchzocken. Wie lange ich brauche, keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Kirby-Spiel wirklich gespielt. Okay, da komme ich nicht rein. Ich will da hinauf. Was sagst du, Kirby? Ich kann da hineingehen. Oh, episch! Ich kann da hineingehen. Cool. Und wieder hinaus. Und ich will die Dinger da drüben haben, aber zuerst schaue ich da mal hoch. Ah, da muss ich drüber runterhüpfen. Und zwar mit den Dingen da. Alles einsammeln und Booms. Ich habe einen Vorhang aufgezogen. Und ich werde angerufen. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ich rufe später zurück, wenn man das war. Ich will das haben. Dankeschön. Cool. Episch. Episch. Und wir haben den Thron des Königs. Anscheinend muss ich hier so komische Items sammeln. Und flieg, Kirby, flieg. Ja, geschafft. Und BAMS! Voll durch. Ey, da hinten ist das. Das will ich haben. Das geht schon. Ja, sehr schön. Ey, du stirb! Du lebst noch? Wo? Fast zu weit. Weg damit. Und Patch Castle. Diese neue Musik spielt im Patch Castle. Okay. Wir haben die Musik vom Schloss hier bekommen. Yes! Bin ich gut. Mann, episch. Ich glaube, ich hatte irgendwie so ein Tango aus Genet aus. Einfach episch. Deswegen mag ich den mag ich Kirby auch irgendwie. Ja, und ich habe alle drei Schätzchen gesammelt. Ich bin gut im ersten Level halt noch. Im ersten Level kann ich das noch. Aber später wird's dann ernster. Was geht jetzt ab? Thanks for your help, the blue yarn boy said. Not that I needed it. Mhm. So siehst du aus. Ever since Yin Yarn the Sorcerer ripped Patchland into 7 pieces, you just can't go anywhere without running into these horrible. But Fluff was interrupted when they were attacked by a huge three-eyed blob of yarn. Ew, gross, stop it! But before the blob could eat Prince Fluff, Kirby transformed and smashed it to smithereens in a most spectacular fashion. Among the little blob bits, there was a shimmering piece of spiraling yarn. That's it. That's the magic yarn, Fluff exclaimed. This was what Prince Fluff had been looking for. Yin Yarn had stolen the magic yarn from Patchland. Mhm. Und wieder zusammengenäht. Okay, ja, das sind 7 Stücke. Into the fabric of the kingdom and stitched 2 pieces of Patchland together. What about the other pieces? I've got to find the rest of them. Kirby, always happy to help, decided to help his friend recover the missing pieces. And the two began their journey to stitch Patchland back together. Okay. Hat 7 Stücke gesagt und das war das erste Level. Ich hoffe, das zweite Level und die weiteren sind länger als das erste Level. Sonst ist das ein kurzes LP, aber das wäre mir auch recht. Und wir speichern wieder mal. Hey, Patch Plaza! Was geht hier ab? Cast? Stuff? Fabric? Metals? Tunes? Was will der Typ? Was will der Typ uns damit sagen? Ah, hier können wir uns irgendwas anschauen oder was? Hm? Schauen wir mal rein.
Ah, das sind unsere Items und so Zeugs. Okay, das brauchen wir nicht. Was auf die falsche Richtung. Ja, wieder zum Quinty Square zurück. Nein, ich werde nicht alles einsammeln. Dazu bin ich einfach ein Zuschl. Nein, ich bin kein Prinz Flamf! Was für eine unerwartete Überraschung. Und wer ist dein Freund? Lord Kirby, sagst du. Er besucht uns von einer anderen Welt, sagst du. Wie spannend. Mein Name ist Dummul. Und es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Lord Kirby hilft uns, unser geliebtes Patchland zu retten. Oh, das ist einfach wunderbar. Wunderbar, wie Sui sagen würde. Okay, nein, wir sind jetzt nicht bei Sui. Ich bin der Manager von Quinty Court hier. Bitte komm für einen Moment hinein. Ich bestehe darauf. Okay, ich glaube, ich habe schon wieder keinen Sound mehr, hört sich an. Aber ihr habt die Ehren. Egal. Bei Kirby ist für mich nicht so wichtig. Ich zocke einfach weiter. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Hehe. Na, ich schätze, es ist nicht. Es gibt noch nicht viel zu sehen hier. Aber ich wäre geehrt, einen von Prinz Fluffs Gästen hier zu haben. Hurra und Kirby freut sich einen Ast ab und bekommt einen Sessel geschenkt. Ein Sessel für lahme Singles, die allein zu Hause rumgammeln. Was rede ich hier schon wieder für einen Scheiß? Ich habe zu viel Vollidiot geschaut. Aber schaut euch den Film an, der ist episch. Mit Oliver Pocher. Ich kann ihn so viel. Ich kann ihn so dekorieren, einrichten, wie ich will, dieses Zimmer. Und über die Miete reden sie später. Jetzt soll ich Miete auch noch zahlen? Schau dich um und genieße den Aufenthalt. Genieße den Platz, den du hast. Wenn du irgendwelche Fragen hast, frag mich einfach, ich bin immer da. Nun, wenn du mich entschuldigst, ich denke, ich höre einen meiner anderen Mieter draußen gehen. Ja, ich höre es auch. Nicht. Okay. Ich kann hier jetzt meine Wohnung einrichten. Bla bla, habe ich keine Lust jetzt drauf. Ich verziehe mich wieder. Auf nach Grassland. Ciao, du komisches Ding mit Gras. Was auch immer das darstellen soll. Egal. Sorry, Leute. Und weiter geht's. Und Fortune Fountain Gardens. Gibt's wieder drei und ich spiele natürlich wieder eine. Ja, auf mich zu fragen, du Spiel. So, und ja. Und Bams. Und wir haben da so einen Kristall. Und der muss auch dran glauben. Und da sind noch mehr Kristall. Dieses Spiel fängt an, mir zu gefallen. Irgendwie. Hey, was bist du denn? Ich will darauf. Komm. Den Scheiß. Mit den Schaltern. Moin. Wow, cool. Ich bin hinter dem Papier. Episch. Stirb. Okay, und da lang. Und was haben wir? Und ja, ich habe einfach den Baum auf die Seite. Und das Blumensofa habe ich erhalten. Und es fliegt runter. Okay, so, da. Und wir landen hier. Und wir schnappen uns den Typ noch. Und was willst du? Ah, da können wir das hier näher herziehen. Hier ist nichts. Was wir brauchen. Da hüpfen wir rauf. Und tun es. Du, ah! Ah, oh, bist du des Wahnsinns? Meine Kristalle. Und da höre ich, und ihr wahrscheinlich auch, meine Timer. Das heißt, es wird gleich Zeit, den Part zu enden. Okay, dann gehe ich mal hier rauf, hol mir noch dieses Ding. Und hier. Hier beende ich den ersten Part von Kirby's Epic Yarn. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao!